Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück beim weiteren Part von SimCity. Und von vorne weg, ja, SimCity. SimCity ist ja richtig auch, ist ja auch SimCity gerade. Ist noch nicht mit dem neuen Patch von SimCity, deshalb kann ich dazu noch nichts sagen. Ich bin ein bisschen im Voraus in der Produktion, weil ich halt, keine Ahnung, die Zeit hatte, so viele Videos zu produzieren, so dass ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen abarbeite. Dementsprechend dauert es noch ein bisschen, bis die Videos kommen mit dem neuen Patch, wo wir dann dementsprechend halt darauf zurückgreifen können. So, das erstmal dazu. Aber sonst läuft es. SimCity ist eine wundervolle Stadt bis jetzt geworden, wo eigentlich alles ganz gut funktioniert noch. Verkehr ist akzeptabel. Auch beim Zufluss scheint noch das meiste zu funktionieren, was natürlich auch immer daran liegt, wenn man keine Industrie aufbaut. Glücksspieltransaktionen sollten jetzt auch eine gewisse Höhe erreichen. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Aber da der neue Patch noch nicht aufgespielt ist, haben die noch so ein paar Probleme mit Glücksspielgeschichten. Leider. So, wir haben Arbeitslose im Low Budget. Im Medium Budget haben wir keine Arbeitslosen. Da haben wir aber noch viele freien Stellen. Jetzt werden wir es nämlich so machen, dass wir vor allem im Medium Bereich die Straßen weiter ausbauen werden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, hier waren schon die Reichen und hier waren nämlich die Mitte reichen. Drei Felder nach oben, drei Felder nach unten. Ja, das sieht gut aus. Dann dürfen die sich nämlich voll ausbauen. Als erste Bevölkerungsschicht. Genau, lass die Straßen doch explodieren. Können wir den auch mal ausbauen? Können wir, glaube ich, eigentlich sowieso nach hier oben. Da ist ja eh nichts dran gebaut. So. Aber es hier sind doch auch mittlere. Was wirkt denn da so positiv rüber? Das sind noch die Parks. Ja, es sind noch die Parks. Und von hier drüben wirkt wohl auch einiges von den Häusern rüber. So schmarrn. Ja, dann können wir auch die Straßen hier vorne ausbauen. Wenn das alles hier mittlere Häuser sind. Ach, die Reichen haben auch schon das Upgrade bekommen. Upgrade, Upgrade. Ah ne, ich habe kein Geld mehr. Da ist ja das andere Problem. Ja, muss man mal gucken, wann die sich weiter ausbauen. Ah, hier geht's schon los. Aber es ist Apartments der Reichen. Bauen sich verstärkt aus dann. Vom Bürgermeister geschlossen. Das war ja ich anscheinend. Die Spielhalle hat auch nur Verlust gemacht. Während die anderen Spielhallen hier halt profitieren. So, sehen wir schon die Problematiken, die jetzt entstehen. Aber zuerst müssen die mich nicht interessieren. Hauptsache, ich baue weiter mein Hauptgebäude hier hinten aus. 82% Sympathie ist auch schon eine ganze Menge. Und gucken. Einfach gucken. So, die bleiben alle natürlich auf normal ausgebaut. Weil ich will nicht mehr arme Bevölkerung haben in der Stadt. Ist vielleicht ein bisschen rassistisch, aber ich brauche keine armen Leute. Ich habe genug arme Leute, die halt arbeiten können. Ich brauche eher wohlhabende Leute, die vernünftig für mich arbeiten.
warum auch immer meine Finanzen gerade so. Ach so, wegen dem Casino. Das ist echt so ein Hack-Mack-Spiel. Da kann man echt schlecht mitarbeiten. So, was sagt meine Gesundheitsversorgung? Zwei Krankenhäuser mich irgendwie 4.800 kosten. Gehen wir mal hier rüber. Ja, 33. Plötzlich hat man wieder 5.000 Kapital durch die Spezialisierung. Alles sehr merkwürdig. Aber es kann sich ja bessern. Also wenn der Patch jetzt kommt, der größere, kann es ja sein, dass SimCity einen zweiten Frühling kriegt. Ich werde es auf jeden Fall dann recht zeitnah, werden wir weiterkommen. Na komm. Von was ist das denn hier? Die sollen das Gefäß auch weiter ausbauen. So, wie alle anderen hier. Oh, hier haben wir doch ein paar verarmte Einwohner. Die wachsen. Ah, jetzt gleich müssen wir das Rathaus weiter ausbauen. Was sagt Strom? Strom sagt, wir sind schon im Minus. Warum sagst du mir ja nichts zu? So, Strom sagt jetzt, wir sind im Plus. Rathaus Upgrade. Ja, was nehmen wir? Bildung wäre alles wichtig, ne? Grund keinen Strom. Die ringen sich schon auf. Mir hat das Spiel noch gar nicht gesagt, dass Strom fehlt. Fiese Nummer. Einfach nur fiese Nummer. So, jetzt haben wir genug. Also immer mehr Mittelstand. Jetzt haben wir arbeitslose Reiche. Ich hab's geschafft. 32.000 Gewinn durch Glücksspiel. Ist ja auch erstmal okay. Nicht Gästehaus, wir machen zuerst das Wachhäuschen. Der soll gefälligst die ganzen Leute vertreiben, die hier rumlungern. Verzieht euch. Wir brauchen euch nicht. Hauptsache ich kriege immer mehr Geld. Das ist erstmal das Wichtigste. Erstmal ein bisschen Geld generieren. Feuerwehr ist... beziehungsweise meint, die erreicht die Brände nicht rechtzeitig. Ah, hier habe ich es mit Intelligenz gesetzt. Die Feuerwache. Polizei ist genau dasselbe Problem. Aber generell sollte mein Volk ja recht schlau sein. Da ist eine Schule. Da oben ist eine Schule. Noch eine Schule an das Spielcasino. Da geht doch keiner hin. Wo da rechts ist die Schule. Reißen wir das Großcasino ein, weil die funktionieren eh noch nicht richtig. Aus irgendwelchen Gründen. Und ich müsste die eh einreißen, sobald ich soweit bin. So, dann machen wir das. Feuerwehr an sich... hat die Sachen unter Kontrolle. Theoretisch. Straßen sind noch okay. Müssen jetzt aber wirklich mal gucken. Ich bin da über 80% Sympathie. Kann doch ganz normal weitermachen. Der Schlawiner. So, nehmen wir noch ein bisschen die Steuer zurück. Dann sind die nämlich noch glücklicher. Wir haben zu wenig Kunden und das trotz zweier Touristenattraktionen, wo aber keiner hingeht.
Egal, wir brauchen eine Schule. Warum darf ich die nicht weiter rübersetzen? Schüler sind allergisch gegen Bodenverschmutzung. Komisch, hab gehört, andere Menschen sind das auch. So, bam, bam. Busse, damit die geknechteten Schüler geholt werden können. Bam. 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 Und dann können die lernen, wie man zählt. Dann können die direkt da hinten im Casino arbeiten. So schaut's aus. Ach ja, Erweiterung. Habe ich jetzt wieder kein Geld für. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich gerade auch... Ach so, ich musste Kohle kaufen. Kohle. Aber mache jetzt auch irgendwie zu wenig Profit. Polizei, Bildung, die kosten mir auch nur 1900, 1600. Trotzdem rutsche ich jetzt irgendwie ins Minus rein. Ja, weil die Spezialisierung wieder nichts verdienen. Die wollen bei Casinos wohl nicht einkaufen. Oder reicht das schon, wenn ich die auch auf 7 erhöhe? Komm, machen wir alle 8%. Ist ja trotzdem noch unglaublich wenig. Ha, schon habe ich ein paar mehr Schüler in die Schule gezwängt. Wie sieht das aus vom Bussen her? Ach ja, da hinten ist nur Gewerbegebiet. Mehr Abfall. Ich glaube, ich muss mal Kredite einkaufen. Einkaufen? Nein, nehmen. Weil ich möchte gerne hier das mit den Aufbereitungsanlagen machen. Also 200.000 Einwohner werde ich nicht mehr in der Region hier machen. Also in dieser Stadt. Das wäre Verschwendung. Ach, der Verkehr. Verflucht, seist du. Ich glaube, ich müsste auch Straßenbahnen bauen, dann läuft das vielleicht besser mit den Sehenswürdigkeiten. So, Garage für Sportwagen setzen wir auch hier vorne hin. Die Dichten erhöhen sich. Was ja auch sehr schön ist. Bringt nämlich alles mehr Kohle ein. Dann haben wir hinten Touristen, die ins Hotel wollen. Haben aber irgendwie keine Leute, die auf Besuch sind. Wahrscheinlich, weil es keine Nachbarstädte gibt. Rush-Hour-Geschichten werden noch ganz gut gemeistert. So, wofür habe ich das ganze Geld geholt? Ach ja, für Versorgungseinrichtungen. Toll, Zombies aus Quarantäne entwischt. Dabei sieht es gar nicht so schlecht aus mit der Gesundheitsversorgung. Nur hier hinten sind die ein bisschen überkeimt. Wo sind denn Zombies? Zombies, hallo. Ah, da unten waren sie. Wo ist die Polizei? Hält Ausschau nach leckeren Gehirnen und leuchtet grün. Da ist noch ein Zombie. Warten die darauf, dass grün wird? Toll. Zombies warten darauf, dass an der Ampel grün wird, damit die rübergehen können. Schön, dass wir am Bahnhof auch Zombies haben. Hm. Immerhin. Zu nah an bestehender Kreuzung. Das war ja klar.
Dann machen wir das so. Ah, sehr schön. Das passt natürlich überhaupt nicht. Auch Kacke. Einfach Kacke. Weil ich muss den schon wieder hier reinsetzen. Ey. Und da war auf jeden Fall was anderes geplant. So, machen wir den noch. Was wir da hinten bauen, gucken wir einfach mal. 6 Sims wurden gefressen von den Zombies. Das ist jetzt überschaubar. Na? Jetzt müssen wir die ganzen Wassertürme abreißen. Ich glaube, ich habe die immer am Rand gesetzt. Bam, 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 bam. Alles ist gut, alles ist besser. Weil sie ja noch ein bisschen mehr links setzen können. So, jetzt können wir den Dreck hier auch abreißen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, bis sich der Boden wieder erholt hat. Scheiße. Hacke nochmal. Kommen hier überhaupt Leute an? Nein, dann kann das auch weg. Ich habe dich gehört, Handy, aber ich habe keine Zeit für dich. So, upgraden. Gästezimmer. Das setzen wir mal auch ganz vorne an die Ecke. Und jetzt wird's schwierig. 85%. Sympathie müssen wir erreichen. Wie machen? Keime, wir haben zu wenig Kunden. Wir haben zu wenig Kunden. Es ärgert mich, dass wir kein Wasser hatten. Wir hatten zu wenig Kunden. Wir hassen diese Gebäude. Welches meinen sie? Ja, uns geht das Geld aus. Feuer, wir müssen hier raus. Wir haben nichts, was abgerissen werden muss. Zufriedenheit, Gewerbegebiet, wir haben zu wenig Kunden, Ärger, dass wir kein Wasser hatten, wir brauchen Arbeiter. Moment, wir brauchen Arbeiter, untere Einkommensschicht. Nicht besetzte Jobs, okay. Ja, dann ist eure Zeit gekommen, untere Einkommensschicht, dann dürfte auch ein bisschen mehr wachsen. Machen wir erstmal nur die hier ganz hinten, in der Hoffnung, dass das schon ausreicht. Wenn sie denn wachsen wollen. Ach, hier müssen wir auch mal Hauptstraßen mit hoher Dichte hinbauen. Damit ein bisschen besser der Fluss nach draußen ist. Aber halt nicht überall. Wir wollen hier geregeltes Wachstum haben. Damit wir nicht später wieder so im Elend enden. Schön, alle Schulbusse stecken im Stau fest. Ich glaube, das geregelte Wachstum gerät ein bisschen außer Kontrolle. Gäste, Touristen der EKS gering. Und er hier hat Touristen der EKS Mittel, 110.
Aber kann die ja kaum bedienen. Wir brauchen ein weiteres Casino und da machen wir nur EKS-Gering-Hotels rein. Oder bringt das überhaupt was? Doch, wir machen da einfach nur, dass der die niedrige Touristengruppe anzieht. So, setzen wir dich hier am Rand an die Schule. Dann können wir das Casino-Leuchtschild neben, neben die Schule setzen. Dann machen wir nicht Münzautomaten, Black Office auch nicht. Neue Touristen der unteren Einkommensschicht, 720 am Tag. So, nehmen wir den. Und dann machen wir günstige Zimmer. So, dann haben wir hier das Power Hotel. Was steht denn einmal dran? Casino, super. Dreimal Casino übereinander. Können die auch bedienen. Lustig ist, dass sie eigentlich... Ah, okay, jetzt können die mehr Gäste haben, als sie abfertigen können. Müssen wir mal gucken, wie das Casino anläuft. Jetzt bin ich aber gleichzeitig am Überlegen, wie soll ich die Stadt noch verbessern? Ich muss da am besten mal einfach ein U-Bahn-Netz, ach U-Bahn-Netz sag ich schon, Straßenbahn-Netz machen auf allen bestehenden verbesserten Hauptstraßen. Die wollen hier hinten gerade nicht wachsen, die Schlawiner. So, können wir den abgeben, dann können wir nämlich hier 100.000 reinholen. Ach, da sehe ich hier gerade, dass hier noch ein kleines Stück Straße falsch ist. So, das dazu, hohe Dichte. Immer diese Kleinststückchen, die dazwischen sind, ne? Die stören mich. Weil ich irgendwann mal irgendwas wo abgerissen habe oder zugemacht habe oder was auch immer. Hauptsache die Hauptstraßen sind menschenleer und die Nebenstraßen werden hier zugeballert. Ich mache übrigens das Rad extra nicht zuerst Busse, weil bei Bussen kriege ich den Wahnsinn. Also die Busse verstopfen mir die Straßen gefühlt immer noch mehr, als sie sie überhaupt freischaufeln. So, Hauptstraßen mit hoher Dichte und Straßenbahn. Bam. Haben wir denn so? Dann können wir hier dasselbe machen. Bam. Und die Bereiche lassen wir erstmal so, wie sie sind. Weil wir natürlich auch die Zwischenstraßen nehmen können, ne? Naja. Gucken wir mal, wie sieht das mit Jobs aus? Ja, mittleren. Reiche haben wir zu viele. Dann war ein Teil für nicht verkaufte Güter immer noch. Was sagt er mir? Ja, weitere Wohngebiete, um mehr Kunden zu haben, sage ich. Punkt, Punkt. Sollen sich lieber weiter ausbauen. So, Züge, Straßenbahn. Da könnte ich sie setzen, da will ich sie aber nicht setzen.
Toll, kann ich sie nicht mal hier so dran setzen. Weil der doofe Wasserspeicher ist. Ja, und hier sollen eigentlich die großen Casinos spielen. Also bleibt mir nur eine Sache übrig. Da fällt mir ein, genau die Sache kann ich ja nicht machen. Außer ich trick's hier so. Aber dann kann ich keine zwei nebeneinander bauen, ne? Na egal, es wird sich schon was finden, was ich in den anderen reinpfeffern kann. So, alle zwei Blöcke. Setzen wir mal eine Straßenbahn rein. Hö, hab ich mir das verrechnet? Oh ne, ich hab immer von Anfang an angefangen, ne? Hahaha. Ja komm, da reißen wir dich nochmal ab. Weißt du, bei sowas muss ich bestätigen, aber bei jedem anderen Kram muss ich dann immer, ja, dann reiße ich es einfach ab, ne? Dann ist es einfach so. Dann hat es sich erledigt halt. So, Transportwesen. Da war ja nur eine. Warum habe ich die denn nicht gesehen? So, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier hinten irgendwie das Zwischenstück nicht ausgebaut. Gab es dafür einen tieferen Sinn, Grund? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich einfach so nicht gemacht. Ja, gut, dann machen wir von hier ausgehend. Hier. 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 Dann können wir hier dasselbe machen. Ein da, ein da, ein da. Ich hoffe, es freut die Leute, dass die jetzt auch ein bisschen mit der Straßenbahn unterwegs sein können. Aber wahrscheinlich ist es denen wieder total Latten. Bam. Bam. Kosten. Schwerpunkt 2175. Und ein Schild kriegt er auch noch, weil gerade das... weil gerade der Platz da ist. Ja, und die Müllverbrennungsanlage kriegt auch noch einen weiteren Müllverbrennungsanlagenpunkt. Weil ich zu viel Müll produziere. Schöne Geschichte. Ob es dadurch Entlastung gibt auf den Straßen? Keiner weiß es. Wahrscheinlich nicht. ...58 Passagiere. Die Straßenbahn fahren hin, aber es bleiben 58 Passagiere. Hier sehen wir nämlich. So, jetzt hält der hier an der Straßenbahn. Nichts passiert. 58 Passagiere, 59 Passagiere. Vielleicht mögen die die Straßenbahn nicht, vielleicht sieht die einfach zu hässlich aus. Ach, da fällt mir ein, da oben kommen ja immer die Touristen. Können wir natürlich hier auch eine Straßenbahn hinstellen. Dann setzen wir eine Straßenbahn direkt hier vor dem ersten... ja, ne? Genau das Ding. So, der hat auf jeden Fall eine gute Anzahl von Gästen. Der hat jetzt gar keine Gäste mehr. Das ist einfach, die teilen sich das einfach untereinander auf. Also man kriegt ja auch kaum mehr Touristen in die Stadt rein. Egal was man macht. Jetzt brennt es hier hinten. Tolle Geschichte. Feuerwehr ist eigentlich auch schon da, aber nichts passiert großartig, oder?
So, schenken wir euch auch noch eine weitere Feuerwehr. Wir haben zu wenige Kunden. Wie ist das eigentlich? Die Schilder machen doch auch. Mittlere Einkommensschicht, mittlere Einkommensschicht, mittlere Einkommensschicht. Ziehen die in die Stadt rein. Aber man kriegt davon eigentlich nichts mit. So, hier können wir, glaube ich, die Kleinen abreißen. Aber können wir lieber versuchen... Touristen der niedrigen EK hier hinzuziehen. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Ach, das Problem des Geldes. Und man hat auch keine gute Touristenübersicht. Okay, 1900 Touristen pro Tag. Aha. Macht Gewinn. Macht Gewinn. Macht Gewinn. Und normalerweise lieben Touristen ja, mit der Bahn zu fahren. Aber irgendwie laufen die alle zu Fuß hier von A nach B. Kann ich vielleicht noch mehr Touristen? Also der ist jetzt bei Gästen niedriger EK recht voll. Naja. Während der... ist natürlich ein paar hier drin sitzen hat. Aber ist ja jetzt auch nicht die Welt. Und er hat ja auch... Touristen der niedrigen EK hat er gar nicht drin, nur mittlere EK. Was wahrscheinlich daran liegt, dass der hier nur Blackjack-Tisch hat. Aber normalerweise hat er ja in sich selbst auch nochmal ein Casino, was halt niedrige EK-Kunden anziehen sollte. Verdammte Hacke, ist das ein Arsch. Geiles Spiel. Pff, bauen wir noch mehr Comedy-Clubs, ey. Und wenn am Ende der nur Comedy-Clubs hat... So, es ist der voll bei niedriger EK. Der auch? Der sowieso. Naja, Freunde der Spielkultur. Wir sind durch mit der Zeit. Na, holen wir mal ein bisschen Kohle nochmal rein. Ich glaube, sie werden es mir verzeihen, dass ich ein bisschen die Steuern erhöhe. Immerhin kosten sie mich auch eigentlich mehr Geld, als sie mir einbringen. Während die Feuerwehr hier wieder am Meckern ist, dass sie irgendwelche Brände nicht rechtzeitig löschen könnte. Und die Müllabfuhr sagt, dass die Müllanlage nahezu voll ist. Beziehungsweise sie ist voll. Sie ist nicht nahezu voll, sie ist einfach voll. Trotz zwei Müllverbrennungsanlagen. Und ich habe gerade mal 100.000 Einwohner, aber wo soll denn der ganze Müll herkommen? Moment, das erledigen wir jetzt noch. Ah, da ist die Kohle. So, verbrennen bitte noch mehr Müll. Und dann läuft das schon. Genauso problematisch Wasser zu Kläranlage. Da muss ich mich aber ein andermal auch drum kümmern und beim nächsten Mal am besten. Jetzt haben wir plötzlich wieder so richtig viel Geld. Spezialisierung bringt so viel ein plötzlich. Weil jetzt haben wir Touristen hier, niedrige, mittlere voll, Gäste gar keine mehr. Hier haben wir auch
ein paar, die niedrige EKS sind. Obwohl ich ja wenig Gäste und hier haben wir viele der mittleren Stufe halt eigentlich durchgehend gefüllt, fast komplett. Und halt das Hotel ist auch besetzt. Während bei den Sehenswürdigkeiten eigentlich nichts mehr ist. Also habe ich gar nicht gesehen, was der Transaktionsbericht war. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2874 Touristen gehabt in der Stadt. Was bedeutend mehr sind, im Gegensatz zu vorher. Aber der Profit ist entgegen den Ausgaben, ja, gleich geblieben. So, in der Hoffnung nicht plötzlich hier Abfälle in der Kloake schwimmen zu haben, schmeißen wir es auch mal weg. Und die Müllanlage leert sich auch mal. Dann machen wir noch einen wunderschönen Screenshot. Und dann sage ich, tschö Leute, der Freunde, Schifffreunde der Spielkultur. Bis zum nächsten Mal. Ciao.